Das Konzentrationslager Flossenbürg. Errichtet wurde es 1938 im Rahmen der Neuorganisation des gesamten KZ-Systems. Die SS wollte die Häftlinge in den neuen Konzentrationslagern und den angeschlossenen Wirtschaftsbetrieben vor allem bei der Produktion von Baustoffen einsetzen. In Flossenbürg war das große Granitvorkommen von Interesse. Die Häftlinge mussten schwerste Arbeiten in den Steinbrüchen verrichten. Das KZ war von Anfang an für die Ausbeutung von Zwangsarbeitern konzipiert. Ein Lager zur Vernichtung durch Arbeit. Die eigens von der SS gegründete Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH bediente sich der billigen und rechtelosen Arbeitskräfte. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Dr. Jörg Skribeleit, beschreibt die Arbeit im Steinbruch. Vernichtung durch Arbeit war nicht das ideologische Programm, es entsprach aber den Realitäten. KZ-Häftlinge waren tatsächlich Sklaven, die mit primitivster Handarbeit die gefährlichsten und schwersten Arbeiten im Steinbruch verrichten sollen. Arbeit war ein Mittel zur Schikane, es war ein Mittel zur Kontrolle, es war ein Mittel zur Folter und es war auch ein Mittel, um Menschen, KZ-Häftlinge, zu ermorden.